Wir wollen wissen, wie Pflanzen können schmecken können, wie sie es schaffen, Duftstoff wahrzunehmen. Wenn eine Pflanze Duftstoff ausgesetzt ist, zum Beispiel von einer schädlingsbefallenen Nachbarpflanze, dann fängt sie an, ihr eigenes Immunsystem zu aktivieren, für den Fall, dass sie als nächstes dran kommt. Pflanzen schaffen es also irgendwie, Duftstoff aus ihrer Umgebung wahrzunehmen. Wie das funktioniert, das weiss aber niemand so genau, und genau das wollen wir herausfinden mit unserer Forschung. Pflanzen sind dominant auf unserem Planeten. Sie machen über 80% der planetaren Biomasse aus. Sie sind wahnsinnig wichtig für das Klima und natürlich die Grundlage der Biodiversität. Jetzt, wie es all die verschiedenen Pflanzen schaffen, zu überleben und zu wachsen, das ist natürlich von fundamentaler Bedeutung für unser Verständnis von unserem Planeten. Und ihre Fähigkeit, eben mit der Umwelt zu interagieren, ist hier wahrscheinlich ganz wichtig. Wir erforschen, wie Pflanzen das bewerkstelligen, wie sie ihre Umwelt wahrnehmen, wie sie darauf reagieren. Und damit tragen wir direkt zum Verständnis von der Natur, von unserem Planeten bei. Stellt euch vor, wir könnten mit Pflanzen reden. Genau das können wir mit Duftstoff langfristig bewerkstelligen. Wenn wir dann verstehen, wie Pflanzen Duftstoff wahrnehmen, dann können wir ihnen nachher im richtigen Moment die richtigen Impulse geben, damit sie besser in ihrer Umwelt wachsen und können so direkt zur nachhaltigen Landwirtschaft beitragen. So könnte man zum Beispiel, wenn der Wetterbericht eine lange Dürreperiode voraussagt, Pflanzen rechtzeitig dazu bringen, ihre Trockenheitsresistenzantwort anzuschalten. Oder wir können sie kurz vor der Ernte dazu bringen, gesundheitsrelevante Stoffe in höherer Menge zu produzieren. Oder natürlich, wenn Gefahr von Schädlingen und Pathogenen da ist, kann man ihr Immunsystem rechtzeitig aktivieren und so den Einsatz von Pestiziden reduzieren. Also so haben wir schlussendlich mit dem Verständnis von der Duftstoffinteraktionen wie eine Möglichkeit, mit der Pflanze zu interagieren und können so eben zu einer nachhaltigen, pestizidfreien Landwirtschaft beitragen. Ja, ich finde es persönlich faszinierend, wie Pflanzen eben ohne zentrales Nervensystem, ohne ein Hirn, mit ihrer Umwelt auf so vielseitige Art und Weise können interagieren. Und oft sind die Mechanismen dahinter relativ einfach, aber auch wunderbar elegant. Und es ist natürlich für mich eine Freude und ein Privileg, genau solche Mechanismen dürfen zu erforschen und zu entdecken und so einfach auch meine eigene Faszination für Pflanzen und ihre Überlebensfähigkeit dürfen auszuleben. Ja, wenn man etwas Neues entdecken will, dann ist der Weg dorthin nie ganz einfach. In unserem Fall haben wir zuerst eine neue Technologie entwickeln, um von vielen Pflanzen gleichzeitig feststellen, ob sie eben auf Duftstoffe antworten und wie sie die wahrnehmen. Und jetzt, wo wir die Technologie haben, geht natürlich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen los. Schlussendlich braucht es für so ein Projekt Technologie, es braucht Finanzierung und es braucht eben nachher auch sehr viel Ausdauer. Und da sind wir natürlich sehr privilegiert und dankbar, dass wir hier an der Uni Bern eben genau solche langfristige Projekte können durchführen können, die schlussendlich dazu führen, dass wir ganz Neues entdecken, was schlussendlich für die ganze Welt von Relevanz ist und auch Anwendungspotenzial hat. Unser Projekt wird durch die EU, durch den Schweizer Nationalfonds, durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation und der Uni Bern unterstützt. Maßgebliche Beiträge kommen von zwei ERC-Projekten, die genau für so Forschungsvorhaben mit hohem Risiko, aber auch mit hohem Nutzen gedacht sind. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar.